Ausgezeichnet, es waren alle, ja alle in diesem Raum. Einer war das, das war der Dino, der war da oben, der ist jetzt weg. Ist alles wieder safe, Preston. Alles gut. So, dann können wir hier gleich schon wieder ein bisschen looten. Schauen wir hier. Ah, da geht schon wieder runter. Ne, da müssen wir hier schon nochmal rum. Zumindest beim Dino will ich nochmal kurz... Was haben wir da? Anzug. Boah, die haben hier auch wieder nur Quatsch und der Dino liegt da oben, glaube ich, ne? Der ist nicht runtergefallen. Ah, oh. 72 Haarklammern haben wir. Sehr gut. Ja, 71 Haarklammern. Sehr gut. Jetzt komm, mach auf jetzt. Das wär's. Duct Tape. Oh, ist ja ein bisschen enttäuschend wieder der Raum. Munition, wir brauchen noch Munition. Naja. Übrigens haben wir fürs Schloss knacken ein paar Pünktchen bekommen. Das ist ja nie verkehrt. So. Ja, okay, also hier ist irgendwie jetzt gerade nicht so cool. Dino liegt da oben. Und hier geht aber nur die Treppe nach unten. Ist die Frage, geht da drüben jetzt... Ah, hier geht's noch hoch. Ja, gehen wir mal hier hoch. Da, schon wieder außer Atem. Ja, ich glaube so in die Ausdauer... Oh ja, der Dino... Oh! Das Türpasswort. Okay. Maschinenpistole. Hey, du da! Ich weiß nicht, wer du bist. Ach. Aber wir haben 3 Minuten, bevor die merken, dass der dämliche Muskelberg nicht wieder zurückkommt. Ja, komm auf. Mach die Tür da auf! Ja! Will ich, ich will sie aufmachen. Ach, hier. Wir haben Nick gefunden. Super Admin Login. Nummer ziehen? Was? Ja, da haben wir jetzt echt, glaube ich, keine Zeit, oder? Ja, komm, wir ziehen eine Nummer. Bitte warten Sie wieder. Der Aufseher wird sich dann sie kümmern. Ein schön, ja, wunderbar. Ah, Nick, gleich. Ah. Verdammt nochmal, ja. Verdammt nochmal, ja, oh, mein ja. Strahlender Ritter. Einstellen Sie es nicht mal. Aber die Frage ist doch, warum kommt er den weiten, gefahrvollen Weg, nur um einem alten Privatdetektiv zu helfen? Ja, weil du bist Nick. Da müssen wir doch helfen. Was? Was bist du? So. Ich verfolge einen Mörder, ein Mist, eine Frau. Nee, Moment. So ein Schorn ist verschwunden. Ja. Was bist du? Wie gesagt, ich bin Detektiv. Klar, die Haut und die Metallteile sind nicht sonderlich vertrauenerweckend. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Im Moment interessiert mich nur, warum du dir die Mühe gemacht hast, mich zu befreien. Na komm. Du musst jemanden für mich finden. Aber es ist, kompliziert. Ich weiß nicht, wo die Person sein könnte. Oder wie lange sie schon verschwunden ist. Na, ich bin es gewohnt, im Trüben zu fischen. So etwas wie einfache Fälle gibt es in meiner Welt nicht. Ich sitze hier seit ein paar Wochen im Bau. Hat sich herausgestellt, dass die vermisste Tochter, die ich suchte, gar nicht entführt wurde. Sie ist Skinny Malones neue Flamme. Und sie ist ein fieses Miststück. Aber egal. Du hast ein Problem und ich helfe gerne. Aber nicht jetzt. Wir müssen hier raus. Dann reden wir. Ja, Folge Nick. Das machen wir natürlich, aber Malones vorher will ich hier noch... Leute hier waren früher kleine Gauner, von größeren Fischen aus ihrem alten Viertel vertrieben wurden. Dann fanden sie diesen Ort. Nix, oh ja, nix. Ahnung, ja, was Preston. Mit den alten Besitzern passiert ist, der hockt sich aber Miete kassieren sie keine mehr. Ein so, Preston, leerer Vault. Bleib das perfekte Versteck. Nicht. Oder? Geht das? Kann ich jetzt hier zumachen? Fände ich ja cool, komm. So. Tür wird geöffnet. Ja, Preston, hast du wieder Glück gehabt. Die Tür bleibt offen. So. Mensch, stack den. So, bin gespannt. Gut, die Nick kennt bestimmt hier eine Abkürzung. Nein, wir wollen doch nach oben, Nick. Nick. Moment, da kommt jemand. Da sind sie ja. Also, wie erledigen wir das? Ja, ich bin unsichtbar, Nick. Du nicht. Wofür
braucht er denn bitte so verdammt lange? Hey, Dino, lass den Detektiv in Ruhe und komm hier rüber. Wo zur Hölle steckt der? Dino ist gerade... Hallo, mich habt ihr aber doch jetzt nicht gesehen, oder? Ah, hier rüber. Sorg dafür, dass sie unten bleiben. Ja, ah, hier schön über die. Ja, blop, blop, blop. Ja, tot ist der Schütze. Du und Valentine, ihr seid tot. Das war wohl der letzte. So. Ja, und Nick hat natürlich recht. Das war wirklich der letzte. Auf den kann man sich halt verlassen hier. Ja, der Preston. Ah! So, auch aufgestanden, wunderbar. Schätze, die werden das nicht mehr brauchen. Ja, genau, den Spruch habe ich jetzt noch gebraucht. Ja, aber wenn der sagt, ah, oh, das war, na, jetzt haben wir es geschafft, ja, dann stirbt man meistens gleich, kurz danach. Weil es halt doch... Na, komm, soll ich dir kurz helfen? So. Ist hier irgendwas? Die harte, laute Tour, was? Nee, eigentlich nicht. Klappt, das arme Schwein, das hier putzen darf. Ja, okay, da ist halt dann. Die Tür hier ist im Eimer. Mal sehen, ob ich sie aufbekomme. Fast geschafft. So, jetzt. Ja, ist auch das gut geht so. Deutlich einfacher, wenn das Schloss nicht auf der anderen Seite ist. Ja, also gut gemacht. So, oh, wo gehen wir denn hin? In die Cafeteria vielleicht? Labor, ne? Was zum? Ach, sehen die mich vielleicht, weil das Ding noch an ist? Kann das sein? Dass die einen dann auch eher noch sehen? Was? Du bist tot! Warte mal! Auf geht's! Verabschiede dich schon mal! Ich schwitze ja nicht mal! Und er hier im Anzug? Dass das eine Option wäre. Wer weiß schon, wozu das alles mal gut war. Blau Baseballschläger, ja, den nehmen wir natürlich mit. Weil blau Baseballschläger haben wir gleich noch nicht. War wohl doch nichts. Freu dich auf deinen Sarg! Doch, ich glaub schon, mach mal auf die Tür. Oh, ich werde dich finden. Ist da noch was? Da liegt was. Ausgezeichnet. Ja. 5 Aktionspunkte. Sehr gut, ist da noch mehr Nuka-Cola. Jetzt hast du ein Problem. Na komm, auf. Weglaufen! Ja, sorry, Nick. Hat mich ganz schön erwischt. Ja. Was das? So bekommt man den Kühlmittelkreislauf auch in Wallung. So viele Zeder-Baseballschläger. Kommode natürlich. Wenn ich, wobei, die würde ich ja auch gerne eigentlich mitnehmen. Preston, komm. Hier, Huckepacke auf deinen Rücken mit dem Ding. Und die auch. Beide. Ja, ich brauche beide leider. Ja, da musst du jetzt mal gucken. Okay, wir gehen weiter. Ist ja schon gut. Oh, da ist schon wieder einer recht nah. Ach, der Nick ist einfach klasse. Der läuft da voraus. Und alles ist gut. So. So, da haben wir auch eine Tür. Das Radio ist ein bisschen. Ist der jetzt. Ah ja, doch, der geht da runter. Oder darüber. So, das machen wir lieber aus. Hätte sich nicht mit uns anlegen sollen! Melone nehmen wir mit. Gute Nick. So. Ah, nee, da haben wir noch Wasser, ne? Bisschen Wasser ist ja auch nie verkehrt. Und ich verpasse hier auch so viel. Wir brauchen das doch alles hier für unser Haus. Ist da irgendwas? Mach ich doch erst nochmal das Licht an. Sieht hier ja nichts. So. Ich werde dich erledigen und dann auf deine Leiche spucken. Was ist? Alles gut? Warum noch mehr Stufen? Wer ja, hat du, diesen verdammten Wort gebaut? Du läufst ein ja auch immer runter. Irgendwann müssen wir halt auch wieder hoch. Ich sag die ganze Zeit schon, ich will hoch. Exit Zone. Exit Zone hört sich gut an. Wir verlieren hier Leute. Alles in Ordnung? Ja, ja, alles gut. So. Kaugummi. Die mit ihren Maschinenpistolen immer so. Zahnpasta, der Kerl dann bei ausgezeichnet. Oh, was ist denn das? Hier im Kinderzimmer oder was? Krass. Spielzeug für Sean.
Toika, Babyrassel. Ist das sonst noch was? Aha, so ein Bettchen. Ein funktionsfähiges vielleicht. Nicht? Ja, komm nochmal weiter. Aber hier sind natürlich schon. Ah, hier sind auch so viele Räume. Da müssen wir jetzt schon noch. Geschafft. Ja, geschafft. So, oh, Tresor. Das Schloss kann ich nicht. Ja, Meister können wir noch nicht. Meister können wir noch nicht. Wobei, wir haben einen Punkt. Können wir dann vielleicht Meister? Aber ich glaube ja nicht. So, wo war das da unten? Expertenschlösser. Hm. Meister ist dann noch eins weiter, ne? Da kann man ja auch schon. Nächster Rang. So, Experten. Und dann kommen die Meisterschlösser. Okay, dann bringt es uns jetzt nichts. Dann nehmen wir jetzt einfach mal hier das Geraffel mit. Naja, ist ja auch schön. Hier ist der Tresor und das Geld liegt hier daneben. Wobei das Pre-War... Preston! Preston! Ah ja. Hey! Okay. Ja. Was? Ja, nix. Alles gut. Ich würde hier nur kurz ein bisschen noch... ja, genau. Das ist doch genau dein Ding. So. Der kann echt viel tragen. Das ist super. So, jetzt schauen wir mal noch bei Waffen. Komm, kannst du hier die Baseballgranate kriegst du nicht. Das ist mir zu gefährlich. Maschinenpistole kriegst du. Splittergranate. Baseballschläger. Mahagoni, Baseballschläger. Das geben wir ihm jetzt einfach mal hier alles. So, jetzt kann er nicht mehr tragen. Soll ich tun? Ja, nix, einfach Ruhe und einfach das Zeug tragen. Dafür habe ich dich ja auch mit dabei. Schau, der Nick. Skinny Malone und der Rest seiner Jungs warten irgendwo auf uns. Der Name ist übrigens ironisch. Lass dich bloß nicht täuschen. Der Kerl ist gefährlich. Noch eine verschlossene Tür. Oh, ein Voltanzug, ja, ausgezeichnet. Problem sein. Genau, mach du okay, doch mal da auf. Sie ist offen. Aber ich höre dicke, fette Schritte. Sei auf alles vorbereitet, sobald wir durch diese Tür gehen. Also ich bereite mich mal vor. Schnell speichern. Nicky, was soll das denn? Du kommst in mein Haus, erschießt meine Jungs. Hast du eine Ahnung, was mich das alles kostet? Ich wäre nicht hier, wenn dein Mädel nicht so durchtrieben wäre, Hungerhaken. Sag ihr, sie sollte öfter mal ihren Eltern schreiben. Oh, armer kleiner Valentine. Schämst du dich nicht, weil dich ein Mädchen vermöbelt hat? Am besten laufe ich wieder heim zu Papa, ja? Wär's besser weggeblieben, Nicky. Das ist nicht das alte Viertel. In diesem Vault habe ich das Sagen, hörst du? Und ich lasse nicht zu, dass irgendjemand uns aufhält. Jetzt, wo es endlich gut läuft. Habt ihr doch gesagt, wir hätten ihn einfach umlegen sollen. Aber du musstest ja sentimental werden. Mit Vorsicht. Guten alten Zeiten und all das. Stella, ich mach das schon. Skinny Malone hat immer alles unter Kontrolle. Tatsächlich? Und was macht der Typ dann bitte hier? Valentine hat ihn sicher mitgebracht, damit er uns alle kalt macht. Ah, okay, also das brauchen wir, glaube ich, gar nicht versuchen. Und das wird wahrscheinlich auch nichts. Aber wir probieren es. Darla, hör zu. Du hast ein Zuhause, das auf dich wartet. Du musst dein Leben nicht mit diesen Ganoven wegwerfen. Du versuchst nur, ja, mich zu verwirren. Schnappt sie dir, Skinny! Ah, Mädel, ich will doch eigentlich, dass du... Oh, und ich hänge hier komisch drinnen. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Weiß ich gar nicht, ob das überhaupt hinhauen kann. Komm, Skinny, komm! Ja, Nick, wir wollten Darla eigentlich... Der Welt hier einen so viel zu Skinny Malone. Ja. Ob er mit all den Löchern jetzt wohl leichter oder schwerer ist. Hm, die Kugeln wiegen wohl auch einiges. Gute Nacht, mein Prinz. Auf die guten alten, ja, Tage. Das wird ein unangenehmes Gespräch mit Darlas Eltern, wenn ich ihnen erzähle, dass ihre Tochter das Zeitliche gesegnet hat. Nun, zumindest ist der Fall damit abgeschlossen. Verschwinden wir von hier. Es gibt eine Wartungsleiter, die direkt an die Oberfläche führen sollte. Paillettenkleid, ne? Das lassen wir jetzt hier mal an. Sonst wird es vielleicht wieder nicht jugendfrei hier, die Folge. So, wen haben wir denn hier?
Rot Baseballschläger. Ausgezeichnet. Was für eine richtig schöne Sammlung. Fusionszelle. Das ist auch gut. Das brauchen wir alles nicht. Ja, ausgezeichnet. Oh. Da kann doch bestimmt auch was. Werkzeugkasten. Ja. Ah. So. Ja, fast. Jetzt. So. Und? Wie schön. Ach, toll. Wie schön. Er freut sich halt immer. Na, das ist ja. Das ist ja prima. Waren wir hier schon drinnen? Sind wir da hergekommen vielleicht? Überall Türen. Ah! Hier geht's. Hier sind wir. Ja, hier waren wir. So. So, wieder zurück. Wenigstens lädt er jetzt da gerade recht schnell. Hier vielleicht mal hinter noch. Wollen wir nicht, aber runter wollen wir eigentlich noch nicht. Wir schauen uns mal, was der gute Nick sagt. Rest, geh aus dem Weg, du kennst dich hier nicht aus. Nick? Ah, oder hat er nicht irgendwas gesagt? Wir treffen uns. Schauen wir mal kurz. Daten. Follow Nick Valentine. Ja. Ah, das ist hier einfach zu eng mit den Dingern hier. So, auf. Ja, dann halt nicht. Hast du noch was? Maschinenpistole? Ihn haben wir schon. Ja. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Nick hier raus ist, oder? Nick. Lass mich doch hier nicht mit Preston allein. Ah, das war der Chirurg mit Cowboyhut. Dieb und Bogenschütze. So, hier schauen wir natürlich noch rein. Ja, hat sich gelohnt. Ach, wollen wir da hoch? Da geht's gleich raus anscheinend. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob der... Mann, ist der Nick jetzt da hoch? Nick. Ja, ich würde sagen, wir gehen da hoch. Scheint eine Abkürzung zu sein. Die hat bestimmt auch der Nick genommen. Der steht bestimmt jetzt wieder ganz oben. Ach, sieh nur. Der Himmel über dem Commonwealth. Hätte nie gedacht, dass so etwas Bedrohliches so einladend aussehen könnte. Ja. Danke, dass du mich da rausgeholt hast. Na klar, Nick. Hast du mich eigentlich mein gefunden? Bein hat was abgekriegt. Jetzt, kaum ja, gewusst, es ist doch gut. Es bist... Es ist... Oh, so, sehr schön. So, die Sekretärin. Ich habe meine Mittel und Wege. Ja, komm, hier Sekretärin. Deine Sekretärin Ellie. Sie hat mich geschickt. Tatsächlich? Ich sollte wohl ihr Gehalt erhöhen. Also, du hast eine Person erwähnt, die spurlos verschwunden sein soll. Komm in mein Büro in Diamond City. Erzähl mir alles, was du weißt. Außerdem hast du dir die Gelegenheit verdient, dich zu setzen und deine Gedanken zu ordnen. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dort. Wir sehen uns in Diamond City. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge, wenn wir den guten Nick nochmal besuchen, ja, in seinem Detektivbüro. Da hinten steht auch schon wieder jemand, oder ist das eine Schaufensterpuppe? Auf jeden Fall können wir jetzt auch wieder... Schaufensterpuppe. Auch wieder richtig zielen. Ja, das war doch ein bisschen anstrengend. Jetzt geht's wieder. Ausgezeichnet. Ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich dann wieder im guten Diamond City bei Nick Valentine in der nächsten Folge. Und dann ist hoffentlich auch wieder Tag. Also, macht's gut. Bis dann und Servus.